gibt ganz viel Konsens und insbesondere zum letzten ein wenig Widerspruch oder ein deutlicher Widerspruch. Auch die IHK sieht die Dringlichkeit eines verbesserten Matchings. Wir sehen die Dringlichkeit, weiter dafür zu werben, dass es mehr Ausbildungsbetriebe gibt. Wir sind an der Stelle auch mitten im Tun und haben eine Ausbildungskampagne gestartet, um Betriebe dafür zu motivieren, Ausbildungsstellen bereitzustellen. Das heißt, wir rufen einen Großteil der uns bekannten Betriebe an, die nicht mehr ausbilden, und auch viele größere Betriebe werben dafür. Wir starten mit einer Ausbildungsbotschafterkampagne, die jetzt im nächsten Jahr losgeht. Wir werden eine Plattform bereitstellen, um für Praktika zu werben. Da werden wir auch sicherlich als Partner agieren. Und nächstes Jahr noch zusätzlich eine Matching-Plattform für Praktika in den Sommerferien auf die Beine stellen. Und insgesamt müssen wir über Image von dualer Bildung weiter reden. Und läuft sowohl Bundesebene über die IHK Pro eine große Kampagne, aber auch in Berlin werden wir die Erweiterung, wir werden auch neue Wege gehen. Ich glaube, wir müssen Instrumentarien wie TikTok und Co. nutzen, um an die Menschen heranzukommen, das heißt, in deren Welt einsteigen. Für die Betriebe gilt, oder kann man sagen, Corona hat klar so eine Zwischenstufe. Wir haben gesehen, dass die Ausbildung anzieht über die Branchen hinweg, auch in den besonders stark beeinträchtigten Branchen Gastronomie und Beherbergung. Wir konstatieren aber auch eine Dauerbelastung auf die Betriebe in den letzten 2,5 Jahren. Das heißt viel Unsicherheit, viel Klärung, viel Erhalt, der Versuch des Erhalts von Arbeitsplätzen, von Fachkräften. Und da sind schon Spätfolgen da, die zu spüren sind. Wir haben eine hohe Ausbildungsbereitschaft bei den Betrieben. So, jetzt kommen ein paar Punkte, wo wir wahrscheinlich nicht so nah beieinander liegen, zumindest zu den einigen Punkten von Herrn Fischer noch am Ende. Wir sehen eine hohe Ausbildungsbereitschaft bei den Betrieben, aber die Betriebe, wenn wir jetzt gerade durchtelefonieren, die Telefonate dauern viermal so lange wie kalkuliert, weil sie sich beschweren über eine mangelnde Ausbildungsfähigkeit von vielen Jugendlichen. Wir haben mit vielen fehlenden Grundkompetenzen im Bereich sprachlicher Bildung und mathematischer Bildung zu tun, es gibt Verständigungsprobleme, es gibt 25% der Unternehmen berichten davon, dass Auszubildende noch nicht mal ihren Ausbildungsplatz antreten, obwohl sie einen Ausbildungsvertrag geschlossen haben. Wir haben 30% der Betriebe, die Nachhilfe geben für ihre Auszubildenden und Grundkompetenzen sprachlich, mathematisch vermitteln. Und wir hören von 40% Unternehmen auch aus Umfragen, dass sie mehr ausbilden würden, wenn Ausbildungsfähigkeit besser gegeben wäre. Und das ist für uns so ein Punkt, wo, glaube ich, die Stadtgesellschaft insgesamt über alle Bereiche nachsteuern muss, wo wir uns engagieren müssen, dass es dort besser wird. Und das Zweite ist, dass wir ganz genau momentan auf die Zahlen gucken. Wir haben in den letzten Monaten so diese eine Kennzahl, so unversorgte Bewerber, auch betriebliche Ausbildungsplätze angeguckt, die lag immer so bei 100 zu 108. Und die ist plötzlich mit diesem Monat gesprungen auf 100 zu 208. Und ich glaube, da müssen wir alle mal genau hingucken, was dort ist. Weil wir haben jetzt ja seit über einem Jahr eine Plattform Ausbildung Berlin und da bilden wir 11.900 Stellen ab, Ausbildungsstellen, die zur Verfügung gestellt werden und sehen auch diese 3.100 Bewerber. Das heißt, diese 100 zu x Zahl erleben unsere Betriebe in der Realität so nicht und wir müssen wirklich ganz genau hingucken, ob und vielleicht auch dafür werben, dass Betriebe wirklich alle freien Plätze werben. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass die gar nicht registriert werden, wenn Ausbildungsplätze angeboten werden. Und wir müssen damit umgehen und das aufklären, weil unsere Betriebe sagen, es ist einfach wahnsinnig viel Bedarf, da noch Menschen aufzunehmen, die ausbilden. Wo auch kein Konsens besteht, ist die Maßnahme des Senats, die letzte Woche ja nochmal konkretisiert wurde, auf eine sogenannte Lehrstellenlücke, Klammer auf, die wir so nicht sehen, mit einer Ausbildungsplatzumlage zu reagieren. Da haben wir Riesensorgen. Wir sehen das Potenzial, dass diese Maßnahme die Grundstrukturen der dualen Ausbildung in Berlin zerstört. Das sage ich vor dem Hintergrund der vielen ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, Ausbildungsbeteiligten, dass die sich natürlich fragen, wenn es dafür Geld gibt, warum soll es denn auch ehrenamtlich machen? Das heißt, hier ist viel zivilgesellschaftliches Engagement im System, das wir erhalten müssen, das wir ausbauen müssen. Wir werben bei den Telefonaten mit jedem Unternehmer und mit jeder Unternehmer dafür, für Ausbildung was zu tun, sich zu engagieren. Wir kommen in eine Kosten-Nutzen-Debatte.
Wir sagen momentan bei den Bewerbungen, Ausbildung nutzt euch als unser Betrieb und geht bitte da dran. Wir bilden, machen ein positives Bild, was Frau Schröder eben gesagt hat, wir müssen positiv den dualen Bereich verkaufen. Und wir werden über diese Diskussion, die daraus folgen wird, immer wieder über die Kosten und die Belastungen, die mit Ausbildung verbunden ist, mit den Betrieben reden. Und das ist nicht gut in der Öffentlichkeit. Davon wollen wir weg. Dafür plädieren wir. Also Grundkonsens, wir müssen was machen, wir werden was tun, wir werden gemeinsam daran arbeiten, aber kompletter Dissens, was die Ausbildungsumlage angeht. Vielen Dank.